Ich probiere mal was anderes aus. Kopfschuss. Kopfschuss. Alter. Na, ich drück doch rechte Maustaste. Nein, ich werde nicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Ich werde ihn jetzt auseinandernehmen. Zwar genau jetzt. Nach diesem Ladebildschirm. Versteht sich. Alter, wo kommt überhaupt her? Wo kommst du her? Sowas wie dich habe ich schon mal gesehen. Einfach hässlich und sehr stark. Du bist der Häuptling. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Gnomhausen, bitte sehr. Stirb, 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 stirb. Nee, ich dich. Ich will mich jetzt auch nicht die ganze Zeit in diesem scheiß Knumm aufhalten. Wir hatten den schon mal fast unten. Jetzt aber ganz ruhig, ganz ruhig. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Verdammt. Na gut, das hätte ich kommen sehen können. Den auch. Ja. Das meine ich. Der greift einfach mitten in unserer Combo an. Läuft hinter uns und haut uns in den Rücken. Ich warne dich. Triff mich noch einmal. Ja. Und ich versuch's gleich wieder. Alter. Was ist das eigentlich? Okay, jetzt wirklich letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann laufe ich außenrum vorbei. Weil das kann es ja echt nicht sein, dass wir hier irgendwie wahrscheinlich die ganze Folge an diesem scheiß Gnom dranhängen. Ja, schmeißt du mit deinen verkackten Schonkrügen. Du wirst bald noch als solcher enden. Auf die Nuss! Verdammt! Ja. Ah. Ja. Dieser verdammte kleine Häuptling Feder.
Aber die sind schon süß. Ja. Na, fuck. Kann ich mich irgendwie heilen? Aber der springt doch die ganze Zeit irgendwie. Ein Versuch ist es wert. Es wäre aber den Heiltrank wahrscheinlich auch wert. Einfach nur der Ehre halber. Es hat doch fast wieder den ganzen Heiltrank da weggehauen. Für Zeit für die höhere Stufe an Heiltränken. Ja. Alter, ist nervig. Dieses verdammte Vieh. Ja. Ja. Greif an. Ja, das staunst du, wa? Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Jetzt ist er gleich wieder hinter uns, ich sag's euch. Komm. Das war knapp. Wollte gerade schon angreifen. Jetzt nur nicht übermütig werden. Ja, da guckst du. 100 Erfahrung, die haben wir uns verdient. Wow. Ein Werkzeugbeutel. Alter, dieses verdammte Kackvieh. Jetzt aber, scheiß auf den Eber, Keiler, ich will jetzt zur Hafenstadt. Das war so schnell wie möglich. Na, steht ja hier schon auf dem Schild. Hafenstadt. Bin ich mal gespannt. Hilfe? Bin ich mal gespannt, ob wir da reinkommen, so einfach. Beziehungsweise, was wir machen müssen, damit wir da reinkommen. Hoffentlich. Okay, hoffentlich nicht diese Wölfe töten, triffst dich unbedingt. Weil die kriegen wir ja weg. Oh, eine Höhle. Ah, das ist eine Stachelratte. Ich bin schon weg, keine Sorge. Ich nehme euch nachher auseinander. Kraut. Können wir den Sumpfbauern andrehen. Der Wolf ist auch bestimmt hinter uns her, oder? Oh. Hungrige Wölfe, okay, die sind schnell tot. Ja. Ich habe mich natürlich nicht geheilt. Wenigstens habe ich nach dem Gnom gespeichert. Also nach dem Häuptling. Alter. Oh Gott, ey. Diese Kämpfe manchmal. Ätzend. Also erstmal hochheilen. Ist der Typ gerade wirklich 10 Steaks? Na komm, das reicht. Ich hab doch gar nicht drauf gedrückt. Idiot. Er hat den Award haben wir uns echt zu Recht verdient. Ich springe jetzt gleich an den ganzen Viechern vorbei. Scheiß auf die Sachen zum Einsammeln. Das holen wir uns alle später.
Ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Nach den Aktionen gerade. Ah ja, komm, das nehmen wir noch mit. Das Grünblatt. Aber da die Pilze und so, ne, lass mal. Oh, was ist das? Eine Eisenerzader oder so? Boah, geil. Hätten wir nur ein Schürftalent. Spring, spring. Kleiner Springmann. Und da wären wir. Die Hafenstadt. Sieht auf jeden Fall sehr nach Stadt und sehr nach Hafen aus. Und dann seid ihr wohl die alte Stadtgarde, oder? Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Natürlich weiß ich das. Was machst du dann hier? Ich bewache das Tor, damit niemand die Stadt verlässt. Solltest du da nicht lieber drinstehen? Dann würde ich mir doch das Geschäft mit dir entgehen lassen. Was für ein Geschäft? Du willst rein? Ich habe den Schlüssel. Was liegt da näher als ein Geschäft? Eins aufs Maul. Oder willst du lieber in die Vulkanfestung? Dahin müsste ich dich nämlich eigentlich bringen. Da hast du natürlich recht. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Naja. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Okay. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Das ist eine höchst erfreuliche Sache. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Was sollen die Bauern denn bitte in der Stadt? Sollen die da Essen produzieren oder was? Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Das könnte mir natürlich nicht passieren. Das könnte mir nicht passieren. Ha, das sagst du. Aber ich sage dir, der Inquisitor kennt Mittel und Wege, auch dich gefügig zu machen. Er ist ein mächtiger Magier. Und wenn du jemals die Vulkanfestung betrittst, bist du ihm ausgeliefert. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst.
Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Es lebe der Kapitalismus. Lass uns handeln. Was hast du denn? Schwert, Klingenschaden 15. Hiebwaffenschaden 18, na ja, gut. Goldwert 50, Goldwert 65. Da haben wir was Besseres. Das Zeug hier ist Heiltränke, na ja, gut. Ja, komm. Nimm das Zeug. Heilskette. Den Ring werden wir gleich anlegen. Wenn ich dran denke. Sonst noch hier Zähne. Die Muschel soll ich auch noch aufmachen. Teller und Pokale. Ja, nimm. Dann jetzt hier noch zwei Pfeile drauflegen. Warte kurz. Nichts. Na, okay. Schade. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lasse ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ist natürlich die Frage, wollen wir schon in die Stadt? Ich meine, dann kommen wir ja angeblich nicht mehr so schnell raus. Und wir haben ja noch ein paar Quests offen. Das Bruchstück vom Schwert. Und damit könnten wir dann direkt zu Don Esteban. Aber Stadt wäre schon interessant. Kannst du mir sagen, wie ich zur Vulkanfestung komme? Siehst du den Weg da hinten, der die Felswand entlang führt? Du musst immer diesen Weg hinaufgehen und dich dann leicht rechts halten. Der Weg führt dann den Berg hinauf bis zur Festung. Danke. Oh, guck mal, ich habe mir gerade voll den neuen tollen Schild gekauft. Was hältst du davon, Leto? Hm? Guck ihn doch mal an. Oh, der ist voll geil, ne? Erinnert dich der irgendwie an was? Ich glaube, ich habe den von der alten Stachwache irgendwann mal geschenkt bekommen. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Ja, kann ich ja den alten Glauch verkaufen, ne? Lass uns handeln. Der ist aber schon besser als unsere. Eis, Feuer, Hiebwaffen 4. Hiebwaffen 3. Kling 4. Stichwaffen 3. Ja, der ist wesentlich besser. Alter, wir haben schon fast 1000 Gold. Auf jeden Fall werden wir früher oder später da rauskommen aus der Schafenstadt, ist ganz klar. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, da rauszukommen in der Hafenstadt, sonst wäre es natürlich blöd, wenn man dazu irgendwas bräuchte, was man außerhalb sich holen muss und nicht rauskommt. Aber jetzt nach diesen Dorgan suchen und so, naja. Oh. Oh, nice. Ein kleines Beutelchen, aha. Schöpfkelle brauche ich zum Kochen. Sieht irgendwie aus wie Sarah. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Warum nicht? Wird Zeit. Ja, ich meine so Leere und... Oh, geil. Eine einsame Insel. So Leere und so werden wir ja sicherlich... später noch finden, oder in der Hafenstadt noch finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das wäre jetzt kein Grund, deswegen nicht in die Hafenstadt zu gehen, jetzt schon. Aha, fuck. Ich glaube, wir gehen da gleich mal rein. Mann, immer beim Letzten. Verdammte Stachelratten, ey.
Ätzende Viecher.